schönen Markersdorf bei St. Pölten in Österreich hat soeben das weltweit erste Farblichttherapiezentrum für Pferde eröffnet. Wir wollten wissen, warum die Reiterelite davon so begeistert ist und was diese Therapie bringt. Also wir haben jetzt das erste Relux-Veterinärzentrum und ich freue mich sehr darüber, dass wir einfach diese Farblichttherapie auch jetzt unseren Tieren anbieten können. Zusätzlich zum Repuls-Tiefenstrahler, ich glaube, das ergänzt sich wunderbar. Ich kann das bei Allergien, chronischen Erkrankungen bis zu Stressverminderung kann ich die Farblichttherapie beim Tier einsetzen. Und wir wollen auch so weit gehen, dass wir sagen, wir können auch die Leistung bei Sporttieren positiv mit Farblichttherapie beeinflussen. Der Präsident des österreichischen Horseball-Verbandes berichtet uns über seine bisherige Erfahrung mit der Repulstherapie. Also wir hatten zu dieser Zeit eine ganz tolle Horseball-Stute, die hat sich in der Schrittmaschine das Seitenband gezerrt und wurde nach zweijähriger Behandlung einfach nicht okay und auch nicht gerade. Wir hatten das Pferd in München in einer Spezialklinik und überall konnte eigentlich nach x Behandlungen das Pferd nicht 100% wiederhergestellt werden. Erste neuartige Repulstherapie mit kaltem, pulsierendem Rotlicht brachte den erhofften Behandlungserfolg. Und nach zweimonatiger Behandlung konnte das Pferd wieder für den Turniersport zu 100% eingesetzt werden und läuft bis heute wieder auf den internationalen Horseballturnieren. Wie funktioniert diese Therapie und was bringt sie? Hier sehen wir in dieser Therapiebox eine Möglichkeit. Das sind rund 1600 LEDs, die in verschiedensten Ansteuerungen verschiedenste Lichtmöglichkeiten ergeben, je nachdem, welche Indikation wir behandeln wollen. Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist wirklich direkt auf den Bewegungsapparat einzugehen. Das machen wir mit einem anderen Therapiegerät, mit dem Repuls-Tiefenstrahler, der Entzündungen und Schmerzen auch im tiefliegenden Gewebe des Bewegungsapparats äußerst positiv beeinflussen kann. Ich bin ein internationaler Springreiter, 4 Championate schon gegangen, habe zu Hause einen großen Stall mit sehr vielen Verkaufspferden. Ich habe das bei einem 5-jährigen Wallach probiert, der im Fesselgelenk eine Entzündung hat. Auf der klinischen Seite hat das Pferd bei der Beugeprobe am Anfang sich sehr negativ gezeigt und hat sich durch die Hilfe von diesem Tiefenstrahler die letzten 4 Wochen wirklich verbessert. Es geht zum einen Teil um Regeneration, dass Pferde, die nervös sind, auch vor einem Rennen sehr nervös sind, beruhigt werden können, aber auch nach einem Rennen wieder regenerieren können schneller. Da gibt es schon sehr positive Erfahrungen. Das Pferd sich deutlich schneller regenerierte nach dem weiten Flug und den Strapazen des Transportes. Insofern augenfällig, als ich das Leistungsoptimum meines Pferdes über 3 Bewerbstage abfragen konnte und somit in der Lage war, mit dem Pferd bis ins Finale vorzudringen. Hinter der Farblichttherapie steckt das Konzept, mit Licht zu heilen. Wir verwenden den Tiefenstrahler jetzt hauptsächlich beim Pferd, weil gerade das Pferd natürlich sehr oft mit dem Bewegungsapparat Probleme hat. Sehnen, Bänder, Muskeln, das ist immer ein Thema. Aber auch bei den Kleintieren habe ich ihn schon höchst erfolgreich angewendet. Was das Beispiel einer offenen Kieferwunde beim Pferd verdeutlicht. Ja, da kam es zu einer Verletzung. Das Pferd hat sich vor der Box, war ein Deckenhalter fixiert und da hing ein Karottensack und der hat sehr verlockend gerochen. Das Pferd ist dann irgendwie hängen geblieben mit dem Maul. Ja. Und im Diastema, das ist der zahnfreie Raum, wo normalerweise der Trense aufliegt im Unterkiefer, hat sich das Pferd das komplette Zahnfleisch weggeschabt. Und da haben wir auch den Strahler eingesetzt. Das heißt, das Pferd hat ein einziges Mal ein Antiphlogistikum gespritzt bekommen, weil natürlich schon, wie ich gekommen bin, eine gewisse Wundschwellung da war. Er hat dann hochdosiert Antibiotikum verabreicht bekommen, weil natürlich eine sehr große Wundgefahr, eine Infektionsgefahr bestanden hat. Und wurde dann genau 6-mal mit dem Strahler bestrahlt und nach 6 Bestrahlungen war dann die Wunde wieder verheilt. Also so weit verheilt, dass ich sage, die Wunde war wieder geschlossen. Hier noch einmal die Situation im Vergleich. Vor der Behandlung klaffte die Wunde bis zum Knochen. Nähen war leider nicht möglich. Nach 6 Behandlungen mit dem Strahler war die Wunde dann fast vollständig eingeheilt. Das Schöne an der Repulstherapie
ist die hohe Eindringtiefe des Strahlers. So gelangt das kalte Rotlicht bis an den Ort der Entzündung und schaltet mit seiner Pulsierung die Entzündungsenzyme aus. Das reduziert die Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen. Sogar der österreichische Pferdesportverband berichtet positiv über die Möglichkeiten mit der Repulstherapie. Wir haben hier einen Westernreitstall mit ca. 100 Pferden, insgesamt ungefähr 1200 erste Plätze und unter ungefähr 47 Europameistertitel. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich das Gerät jetzt vor 2 Jahren das erste Mal verwendet habe und wir haben sehr gute Erfolge bei Sehnen und Bänderverletzungen erzielt. Weselträgerprobleme gehabt bei 2 Pferden. Ne? Und die sind weg. Und dann haben wir Bänder im Kniegelenk bei den einen, wegen sehr viel Kauhorst und da sind starke Belastungen bei den Wendungen. Und dort ist schon geholfen. Mit Rückenproblemen konnte Gerold Dautzenberg schon reichlich Erfahrungen sammeln. Wenn ein Rückenproblem da ist, genügt das Bürsten vom Pferd, um die Verspannung sofort extrem zu steigern. Weil das Pferd sich von der Haut her, von den ganzen Nerven, die an der Haut sind, sofort Alarm und zieht sie zusammen. Aber das ist auch ein wesentlicher Punkt, den du jetzt natürlich gesagt hast, dass es eben ganz wichtig ist, dass man, bevor man eben mit Repuls ein Pferd behandelt, dass man da wirklich eine fachmännische Diagnose erstellen lässt. Ja, dass man nicht ins Blaue da man rein muss bestrahlt. Die Einsatzmöglichkeit muss man vom Fachmann ausloten. Dass dann einfach die Effizienz gegeben ist. Ja, meine ersten Geschichten waren sehr prägend. Da ging es um Pferde, unter anderem um ein sehr begabtes, hoffnungsvolles Dressurpferd, leider mit dem Fesselträger. Große Probleme hatte und schon mit 4 Jahren mal 6 Monate in der Box bleiben musste, also in einer Paddock-Box, damit sich da diese Entzündungen wieder beruhigen. Das Pferd wurde dann wieder antrainiert von der damaligen Besitzerin. Und da begann das Pferd dann wieder zu lahmen und die ganze Problematik hat wieder von vorne begonnen. Das Pferd wurde ja mittlerweile dann auch schon stoßwellentherapiert ohne wesentliche Erfolge. Und ich habe gesagt, die Hoffnung haben wir noch. So ein tolles, junges Pferd, da können wir vielleicht mit dem Rotlicht etwas bewirken. Und es hat sich dann auch gezeigt, dass es tatsächlich so war. Also ich habe dann das Pferd mit Repuls behandelt, sehr erfolgreich. Dem Pferd geht es heute gut, das Pferd kann ganz normal geritten werden, tollt ganz lustig und fröhlich auf der Koppel herum, also er hält auch lustige Bocksprünge aus. Ja. Und ja, ich denke, wir werden noch sehr viel Freude mit dem Pferd haben. Und der große oder der eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass die Behandlung hundertprozentig dopingfrei ist und nebenwirkungsfrei. Und ein weiteres großes Plus ist die einfache Handhabung. Also nachdem es ich verwenden kann, beziehungsweise mein Personal, muss es einfach funktionieren. Es ist pflegeleicht, es bedarf keiner besonderen Wartung und man verwendet es, dauert gerade mal 10 Minuten, packt es weg und alles ist gut. Da stellt sich natürlich die Frage, wie und wo kann man diese Therapie für sein Pferd bekommen? Am besten einen Tierarzt suchen, der mit Repuls arbeitet und der kann einem dann den Strahler vermieten und auch erklären, wie er ihn wo anwenden soll. Liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse bekommen haben, dann kontaktieren Sie mich doch bitte einfach unter der Telefonnummer 0676 523 6622.